Weg in Leistungssport, in Profisport ist unglaublich schwierig, ist anstrengend und bedarf ganz viele verschiedene Faktoren, die müssen stimmen, damit man den Schritt überhaupt gehen kann. Und die Volleyball Academy Zürich hat sich eigentlich verschrieben, den Athletinnen die Faktoren wie zu ermöglichen oder zu erleichtern und ein Umfeld zu schaffen, Voraussetzungen zu schaffen, wo einen Schritt in Leistungssport, in Profisport ermöglichen. Im Zentrum steht natürlich das Volleyball. Und für das machen wir Trainer und der ganze Staff alles, dass man dort auch in der Halle ein optimales Umfeld könnte gestalten. Es sind ganz viele unterschiedliche Trainerinnen und Trainer am Werk, die mit unterschiedlichen Erfahrungswerten kommen und dementsprechend Spielerinnen an unterschiedlichen Stellen können abholen können. Und ich glaube, das ist ein sehr grosser Pluspunkt, den die Volleyball Academy Zürich bietet. Am Morgen in der kleinen Gruppe liegt der Fokus vor allem bei mir als Einzelspielerin. Und der grosse Vorteil dabei ist, dass wir 3 Trainer in der Halle haben und sie sich für jede Spielerin sehr viel Zeit nehmen können, um an den kleinen Sachen zu arbeiten. In den Nachmittagtrainings liegt dann der Fokus auf dem Team selber. Dort schauen wir vor allem die Abstimmung und die Kommunikation an und einfach das Spiel an sich. Neben dem Hallentraining ist auch die Athletik ein wichtiger Bestandteil für eine ganzheitliche Ausbildung. Für das sind wir zuständig als Sportort, um hier die richtige Infrastruktur, das Know-how und den gewissen Spass und Abwechslung zu bieten. Wir holen alles aus ihnen raus. Wir bilden sie in vielen verschiedenen Sportarten ausbilden, weil wir überzeugt sind, wir haben hier einen indirekten oder auch oft direkten Übertrag in ihre Sportart und machen sie so zu besseren Spielerinnen. Wir haben auch Leistungsdiagnostik bei uns integriert, dass wir den Fortschritt nicht nur subjektiv wahrnehmen, sondern auch objektiv. Für das haben wir die nötigen Gerätschaften, dass wir das wirklich professionell analysieren können und dann unser Training nach dem ausrichten. Aber vor allem auch, dass wir schauen können, wo eine Spielerin noch Schwächen hat und sie gezielt dort ausbilden. Ein grosser Punkt für junge Athletinnen auf dem Weg in Leistungssport ist natürlich auch die schulische Ausbildung und auch dort unterstützt die Volleyball Academy Zürich mit ihrem Umfeld in grossem Mass. Der grosse Vorteil an der Volleyball Academy ist, dass sie mit Sportschulen zusammenarbeitet, unter anderem mit der United School of Sports, wo eine offizielle Swiss Olympic Partnerschule ist. Und dort wird einem halt als Schüler wie auch als Lehrling so viel Zeit geben zum Trainieren, wie du halt brauchst pro Tag. Und ich glaube, das ist so der grosse Punkt, dass man wie sagt, als junge Athletin, ich will das Volleyball ins Zentrum stellen und ich schaue, was für Ausbildungsoptionen gibt es rundherum. Dass man sowohl eine sportliche Ausbildung machen kann, aber gleichzeitig auch eine berufliche Ausbildung hat, wo einem wie ein zweites Standbein gibt, eine gewisse Sicherheit und dann auch nach einer Karriere einen weiteren beruflichen Alltag ermöglicht. Für mich war es wichtig, dass wenn ich das Volleyball in den Mittelpunkt setzen will, dass meine berufliche Ausbildung nebenbei nicht zu kurz kommt. Daher ist die Kombination von der Academy und der United für mich eine optimale Lösung, in beidem meine Höchstleistungen zu bringen. Nicht nur die Schulen und die Ausbildung sind natürlich Teil von dem sehr professionellen Umfeld von der Volleyball Academy Zürich. Es geht auch viel um Ausbildung im Leben. Nennen wir es mal so. Es geht um Leben in einer WG, es geht um Ernährung natürlich einen grossen Teil. Es geht um mentale Trainingsformen, es geht um, wie kann ich mit Druck umgehen. Es geht um sehr, sehr viele Trainingslager und Trainingstage. Es geht auch viel um Sportmedizin. Das heisst, wir haben Physiotherapeutin, die nur für das Team verantwortlich ist. Wir haben top-medizinische Beratung. Am Anfang der Saison machen wir eine umfassende sportärztliche Untersuchung und während der gesamten Saison versuchen wir alle Probleme, die dann eben auftreten und bevor sie auftreten, sie dann auch zu beseitigen. Wenn eine Verletzung stattgefunden hat, ist es wichtig, sie umgehend zu diagnostizieren, richtige Therapie dann auszusuchen und vor allem anschließend dann in der Regenerationsphase mit dem Physiotherapeuten, mit der Athletin zusammenzuschaffen, um schnell wie möglich zurück zum Sport zu kommen. Unser Anliegen ist, die Athletinnen bis und mit dem Profivertrag und natürlich auch nachher noch zu betreuen. Im Wissen, dass der Leistungssport hohe Anforderungen an junge Athletinnen stellt und dass nicht jede die Anforderungen wird meistern und der Schritt kann gehen, sind wir der Überzeugung, dass durch die Ganzheitlichkeit von der Ausbildung, die Volleyball Academy Zürich bietet, ein grosser Impact auch fürs weitere Leben von den jungen Athletinnen auch außerhalb vom Sport kann geleistet werden und sie ganz viel Kompetenzen mitnehmen für ihren Alltag.